Hi, ich bin der Kai und heute gibt es eine neue Folge CE-Wissen für den Maschinenbau. Heute erzählt uns Dr. Heike Birn mal etwas über ihre Anfängerfehler beim Thema Risikobeurteilung. Und außerdem haben wir noch ein kleines Gimmick für euch, denn wir verlosen dieses Buch hier. Praxisleitfaden Produktsicherheitsrecht. Dieses ist im Hansa Verlag erschienen. Den Link packe ich dir auch nochmal unten in die Videobeschreibung. Alles, was du dazu machen musst, um an der Verlosung teilzunehmen, ist, dass du uns einen Kommentar hinterlässt, welches Thema dich zum Thema CE-Kennzeichnung, Risikoanalyse und so weiter noch interessiert, wozu wir mal ein Video machen sollen. Die Verlosung geht bis Ende des Monats und den Gewinner werde ich dann unter seinem Kommentar eine Mitteilung schreiben. Und jetzt gehen wir rein ins Video. Ja, hallo Heike, du willst heute mal über deine Anfängerfehler beim Thema Risikobeurteilung mit uns sprechen. Wahrscheinlich siehst du ja heute immer noch, wenn du zu deinen Kunden gehst, die gleichen Fehler, oder? Ja, so ist das. Sonst hätte ich es wahrscheinlich schon vergessen, was ich da am Anfang mal falsch gemacht habe. Einer der Fehler ist auch ziemlich offensichtlich, aber ich habe ihn trotzdem mit reingenommen, weil ich ihn letztens mal wieder bei einem Kunden gesehen habe. Ja, ich vermute mal, die Fehler werden auch von mehreren Anfängern gemacht. Deswegen schön, dass du uns das heute mal zeigst und dann gehen wir doch direkt rein in deine Präsentation. Jo. Wie könnte so eine Risikobeurteilung aussehen? Im Risikograph haben wir die vier bekannten Größen: Schwere der möglichen Verletzung, Aufenthaltsdauer und Aufenthaltshäufigkeit im Gefahrenbereich, Eintrittswahrscheinlichkeit und Möglichkeit der Vermeidung des Unfalls. In vielen Fällen ändert sich von den vier Größen im Risikograph durch die Betrachtung zur Sicherheit nur eine, nämlich die Eintrittswahrscheinlichkeit. Ich packe jetzt mal alle Fehler, über die ich sprechen möchte, in ein Beispiel. Das könnte so aussehen. Es soll darum gehen, wie wahrscheinlich es ist, dass man bei dieser Maschine mit dem Finger in die Gefahrenstelle kommt. Ausgangspunkt der Betrachtung ist natürlich ohne Schutzeinrichtung. Ich wähle Eintrittswahrscheinlichkeit E3, sehr wahrscheinlich. Da ich gerade darüber nachdenke, scheint es mir sehr wahrscheinlich, dass man den Finger in die Gefahrenstelle stecken könnte. Das könnte dann in der Bewertung so aussehen. Nächster Schritt: Über die Gefahrenstelle kommt eine Schutzhaube drüber. Dadurch verringert sich die Eintrittswahrscheinlichkeit. Ich gehe auf E2, unwahrscheinlich bis vielleicht. Das würde dann so aussehen. Und dann machen wir noch ein Warnschild dran und ich komme auf die angestrebte E1, fast unmöglich. Ich hatte beim Schreiben meiner ersten Risikobeurteilung die Eintrittswahrscheinlichkeit so gewählt, dass die Verbesserung der Sicherheit schön zu sehen ist, und so sind in dem hier gezeigten Vorgehen gleich mehrere Denkfehler entstanden. Die Profis unter euch können jetzt gern die Pausetaste drücken und die Probleme erstmal selber suchen. Für alle anderen mache ich weiter. Der wichtigste Fehler liegt in der Herangehensweise. Es geht nicht vorrangig darum, in den Zahlen zu dokumentieren, dass sie runtergehen, sondern es ist wichtig, dass die letzte Zahl akzeptabel ist. Man kann auch Risikominderungen in die Risikobeurteilung schreiben, die nicht zum Verringern der Zahl führen, aber trotzdem zu einer Verbesserung in dem Bereich. Denn der Bereich unwahrscheinlich bis vielleicht ist sehr groß. Der nächsthöhere wäre ja sehr wahrscheinlich, denn wahrscheinlich gibt es ja nicht. Um die Verringerung deutlich zu machen, habe ich damals höher begonnen, als ich das heute tun würde. Heute würde ich sehr wahrscheinlich nur nehmen, wenn man direkt in der Gefahrenstelle arbeiten könnte, also zum Beispiel ein Teil in eine laufende Maschine einlegen könnte und sich dabei vorsehen müsste, um nicht in den Gefahrenbereich zu kommen. Bei einer automatisch laufenden Maschine, an der man nur vorbeiläuft und kontrolliert, würde ich heute nur noch unwahrscheinlich bis vielleicht nehmen. Dem Warnschild eine Verringerung um eine Stufe zuzuschreiben, ist stark übertrieben. Wie jemand letztens so schön treffend zu einem meiner LinkedIn-Posts geschrieben hat, das Warnschild erhöht im besten Fall die Aufmerksamkeit. Mehr nicht. Außerdem hätte man bei diesem Vorgehen, wenn man es durch die ganze Risikobeurteilung durchzieht, an jede Schutzhaube ein Warnschild kleben müssen. Das ist nicht sinnvoll. Dazu habe ich mich in den Normrecherchen auf meiner Website geäußert, wer das nachlesen möchte. Auch die Schutzhaube sehe ich heute anders. Die Schutzhaube führt, wenn sie richtig dimensioniert ist und die Sicherheitsschalter richtig dimensioniert und verschaltet sind, zu Restrisiko 0.
Und da darf man auch die Stufe E1, sehr unwahrscheinlich, überspringen. Das habe ich mir am Anfang nie getraut aufzuschreiben. Heute tue ich es oft. Allerdings spreche ich heute immer zuerst mit dem Kunden ab, wie er das Manipulationsrisiko sieht. Wenn er es als sehr niedrig ansieht, nehmen wir Restrisiko 0. Wenn Manipulationen bekannt sind, schreibe ich auch heute noch mit Schutzhaube E1 sehr unwahrscheinlich auf. Ich würde also heute schreiben Eingangsrisiko E2, unwahrscheinlich bis vielleicht, mit Schutzhaube, richtig dimensioniert und ohne Manipulationsrisiko, Restrisiko 0. Meine Risikobeurteilung sieht demnach heute doch ein ganzes Stück anders aus als mein erster Versuch. Ja, vielen Dank für die aufschlussreiche Präsentation und dass du offenlegst, welche Anfängerfehler du damals gemacht hast. Ich gehe davon aus, dass auch viele Zuschauer diese Fehler heute noch machen und es sicherlich dabei hilft, diese Fehler vielleicht nicht zu begehen. Falls du noch Fragen hast zu dem Thema, schreib sie gerne unten in die Kommentare. Vergiss auch nicht, für die Buchverlosung weitere Themen in die Kommentare zu schreiben und natürlich, wenn dir das Video gefallen hat, einen Daumen nach oben dazulassen und den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Tschüss, mach's gut von Kai und Heike.